Heute ist der 8. Dezember. Heute werden wir zusammen amerikanische Cookies zubereiten. Und ja, bevor wir damit starten, öffnen wir erst einmal den Adventskalender. So, da wollen wir gerade mal gucken. Hier habe ich schon gesehen, das ist hier bei den Schweinchen. Ob das sich da wohl ein Schwein hinter verbirgt. Mal gucken. Nee, es sieht nicht so nach Schwein aus. Mal gucken. Ach, ein Engelchen. Schaut mal, wie schön. Toll. Das werde ich meiner Tochter aufheben. Ja, ihr Lieben, ich wollte euch mal was zeigen. Es ist eine Erinnerung aus meiner Kindheit. Und zwar ist mir das kaputt gegangen. Und dann habe ich eine Suche auf eBay Kleinanzeigen gestartet. Und zwar ist das ein ViewMaster. Kennt das noch jemand? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich zeige euch das mal, das Gerät. Und zwar sieht das so aus. Hier schaut man praktisch rein und hier kommt eine Scheibe rein. Mir war hier diese Plastikteile, ist mir eins davon kaputt gegangen. Es hat sich halt so reingedrückt. Naja, es sieht ja auch schon älteren Kalibers aus. Dann ist es auch kein Wunder, wenn es kaputt geht. Und zwar mein Vater, der war früher in Amerika gewesen. Und da hat er mir solche Scheiben mitgebracht. Ganz viele solcher. So, und was haben diese Scheiben für eine Bewandtnis? Die kommen hier rein. Und zwar steckt man dann, hier ist das auch nochmal so beschrieben, steckt man das hier so rein. So, und guckt dann hier durch. Und am besten ist es natürlich hier hell, dass man das vielleicht so aus dem Fenster raus. Und dann sieht man die herrlichsten Bilder. Ach, ich bin so froh, dass ich jemanden aus eBay Kleinanzeigen gefunden habe, der noch sowas hat. Vielen Dank an diejenige Person. Ich will jetzt hier den Namen nicht nennen. Ich weiß nicht, ob ihr das recht ist. Aber herzlichen Dank für dieses. Ich habe es immer als Kind Cookie genannt. Ich weiß nicht, ob ihr das als Cookie kennt. Er heißt eigentlich ViewMaster. Und ich bin so froh und glücklich, dass diese Dame noch so ein Cookie hat. Viel besser gesagt, der hatte jetzt zwei und dann noch so einen elektrischen. Den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Also ich bin so glücklich, dass dieses Teil nochmal auffindbar war. Also herzlichen Dank nochmal. Jetzt legen wir aber mit dem Rezept los. So ihr Lieben, als erstes kommt in den Mixtopf 150 Gramm Schokolade. Ich habe jetzt hier mal schwarze Schokolade genommen. So, ich mache jetzt einfach den Deckel drauf und dann werde ich die Schokolade zerkleinern. Bei 4 Sekunden Stufe 7. So, die Schokolade ist jetzt zerkleinert und die fülle ich in eine Schale um. Nun kommen 100 Gramm Walnüsse dazu. So, der Deckel drauf und bei 2 Sekunden Stufe 5. Das fülle ich jetzt auch um in eine Schüssel. Nun gebe ich 150 Gramm Butter in den Thermomix. Zucker . 100 Gramm brauner Zucker . Muss ich noch mal holen . Es fehlt mir ein bisschen
ein Ei. Und ein Teelöffel Vanillezucker. Nun den Deckel drauf und bei 30 Sekunden Stufe 5. So, das Ganze schiebe ich jetzt erstmal hier an der Seite herunter. So. Da kommt jetzt noch Mehl dazu. 180 Gramm Mehl. Immer schauen, dass die Waage auch auf 0 steht. Nun einen halben Teelöffel Backpulver. Es kommt noch eine Prise Salz dazu. Dann den Deckel drauf, ohne den Messbecher. Denn ich unterstütze das jetzt hier nochmal mit dem Spatel. Und zwar bei 20 Sekunden Stufe 5. Und jetzt kommt die Schokolade dazu und die Walnüsse. Nun den Deckel wieder drauf. Dann bei 20 Sekunden Linkslauf Stufe 3. So, ihr Lieben, das Ganze ist jetzt vermischt und das gebe ich jetzt so mit kleinen Häufchen einfach auf ein Backblech. Und dann natürlich den Backofen noch vorheizen und ja, das zeige ich euch jetzt gleich. So, da gebe ich jetzt hier einfach solche Häufchen hier drauf. Und dann kommt das bei 175 Grad für 15 Minuten in den Backofen. Jeder Backofen ist natürlich unterschiedlich. Deswegen habt einfach mal ein Auge drauf. Und ja, sonst macht er einfach ein bisschen weniger. Müsst ihr halt einfach mal schauen. Ihr müsst bedenken, mein Backofen, der hat schon 30 Jahre auf dem Buckel. Der läuft aber trotzdem noch super. Aber wie gesagt, jeder Backofen ist anders. Deswegen bitte da schauen. Ich will jetzt nicht so riesengroße Flatschen machen. Soll ja noch so ein bisschen handlich sein, dass man das auch so in die Hand nehmen kann. Und ich denke, das wird hier auch noch auseinanderlaufen, wird noch Flatschen geben. Erstmal in den Backofen. So, ihr Lieben, schaut, das ist nämlich jetzt schon so auseinandergegangen. Das war mir schon fast klar. Und zwar, ich habe hier einfach mit diesem hier, trenne ich das jetzt. Einfach so hier so dazwischen. Und ja, und dann werde ich das jetzt gleich mit euch testen.
So, ihr Lieben, schaut, so sieht das Cookie aus, American Cookie. Jetzt probiere ich das mit euch zusammen. Mmh, ein Traum. Richtig lecker. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!